You okay? How do you feel? I'm okay. Just a little headache. Hold on. Dude, we gotta go. Hold up. Is he okay? I wanted to rescue you, but I had to use my power. I didn't want to hurt him. He's okay. Don't worry. Er hat die Schlüssel. Oh je. Hey! Hey! This is Mom, bullshit! We gotta go! Get us out of here! Miss Karina. Sean, who are these people? Well, Carla and Diego. They came all the way from Mexico. And got thrown in jail for it. As for the others, they're the ones who tried to shoot you. What? They got locked up? Good. Shall we try to make peace with these morons? Hold on. We're gonna get you out. Daniel? Wow. That's it. Gracias. Muchas gracias. Espérenme aquí until I check this out. Of course. Holy mother. How'd you do that? How? Nee, die lasse ich einfach drin. You think he's out for the count? Dem geht's. Jeez, I've really made a mess. Okay, hands up. Shit. Hands up. Shoot. Hands up. Do not move. Wait, Sean. Stay back, Daniel. Let me think. Sean, what do I do? Quick. Gotta find something to stop Den Stuhl! Ach, Mann! The chair! Now! They're dangerous! What's going on? Be careful! The muck, dude! Schnell! What the fuck? I'm scared. Okay, what the fuck? Do not move! Don't do anything! Oh, ich hab den B gedrückt! Now! No! Nein! I don't wanna kill Ich wollte nicht B drücken! Du hast recht. You're right. Next time. This is our last. Throw that locker. Die sind im anderen Raum. Entschuldigung für meinen Ausbruch. You saved us. You had no choice. Now, let's bail. Sean, I think our things are in there. What did you Step do? Back. You fucking murderer! Nice. Don't move. I'll be right back. Okay, Sachen. But be quick. Genau. Nein. Mal sehen, was ist das? Look at that. Crime Central. Come on, Sean. We gotta go. Kein Gewehr mitnehmen. We would be so dead if we didn't have Daniel's power. Wir sollen dem Polizeirevier entkommen. Da steht das Auto. Take it out, Daniel. Que Dios los bendiga. Okay, go, go. Let's roll, Daniel. Schnippel das denn oder das wird eine lange Folge. Oder es gibt jetzt einen Stopp. Ein Ladebildschirm. Dann nutzen wir den aus. No, nobody is chasing us. Not yet. Emergency. This is an all points bulletin for every unit in the area. Multiple prisoners. Two adults and two teenagers have escaped from the El Rey police station. They are considered armed and dangerous. Repeat.
Woher wisst ihr, dass die bewaffnet sind? Ich verstehe es nicht. We still going to Mexico? Yeah. We got nowhere else to go. Firework? Sean, wartet mal. It's the 4th of July. Our hier ist auch gerade Feuerwerk. First one without Dad. You're right. Remember how he was so into fireworks every year? He always made us go too early so we could get a good spot. I know. He was so corny. He said he was proud to live in this country. Hoffentlich schaffen sie es noch. Vor allen Dingen die Stelle zu finden, wo der Zaun auf ist. Da fährt das Auto. Ich lasse es jetzt laufen. Shit. Das war doch klar. Wo willst du denn hin? Sean, what are we gonna do? You know that day in Seattle? The date Dad was shot? I think about it every day. And I would give anything to change what happened. But I can't. I'm sorry for my mistakes. I tried my best. I swear. Sean. Ja, da kommen die Nächsten. I'm so proud of you, Nano. Just like Dad would be. We both learned a lot together. But you can make your own rules now. If we surrender, they will separate us, Daniel. And if that happens, promise me that you will always do the right thing, okay? Don't waste your power. Be smart like you already are. I don't want to be separated. Hear me out. Please. Don't make any more mistakes. Whatever happens, always remember that you're Daniel Sean, Diaz. You know this is I promise, not Sean. A trap. You can trust me. Was quakt sie da die ganze Zeit? Come on. There's no way out. This is our last so, warning. Listen up. How does the story of the Wolf Brothers end? Ich glaube, ich brauche mal eine Pause. Scheiße, bis gleich. Ich habe Angst, dass das in die Hose geht. Ich habe Angst, dass einer von beiden stirbt. Hier besteht wenigstens die Chance, dass sie am Leben bleiben. Ob sie danach noch wieder zusammenkommen, weiß ich nicht.
Ich kann nichts mehr machen. Ihr geht nicht mehr. Ich hab's kaputt gemacht. Hallo? Was jetzt? Ach, der Controller ist ausgegangen. Oh. Entschuldigung. Dabei habe ich ihn immer hier hin und her gewechselt. Wird er rot? Nö, ist alles gut. Der ist ja auch aufgeladen. Ich glaube, ich werde es bereuen, wenn ich dieses Ende nehme, aber... Ich würde schon gern wissen, was passiert. Hier aber auch. Ach, scheiße. They make it to the other side. What? You sure? Trust me, okay? Just get us through. Hold on tight. No! Oh, fuck! I don't wanna! I'm not hurting anyone else! Open Stop fire! The It's too late! They're shooting at us, Daniel! This is the only way! I'm sorry, Sean, but I have to go. What? What are you talking about? Don't turn back for me. I hope you'll be happy in Mexico. Leute, da liegt ein Kind. Der ist 10. Echt jetzt? Ich glaube, er hat aber keinem weh getan. Hat nur die Autos weggeschubst. Ich glaube, es gibt kein gutes Ende hier. Kein vernünftiges. Das gibt's hier einfach nicht. Egal, was passiert. Dann landet Sean im Knast. Aber Daniel hat sich klug entschieden. In der Situation. Er hat keinem weh getan, er hat seinem Bruder den Weg frei gemacht und er ist bei seinen Großeltern. Der Pullover. Ein Hund. Cool. Er hat wieder einen Hund. Ein Mushroom. Und er ist bei Chris. Oh, das gefällt mir jetzt. Ja, dank Wunder. Und er hält sich an das, was sein Bruder ihm gesagt hat. Seine Kraft geheim halten. Da ist er bei der Mutter. Guck mal, der Hund ist schon groß. Daniel ist auch größer geworden. Guckt sich Sean die Bilder an. Der 4.23. Oh, wir reisen in die Zukunft. Was ist aus Sean geworden?
6 Jahre nach den Ereignissen an der Grenze? Da ist ein Fisch. Pfeffersoße. Ist er groß geworden. Sieht aus wie sein Bruder. Der Opa mit Rasen. Ach da, na, das ist ja toll. Der hat so eine Fußfessel dran, damit er nicht wegläuft. Da kommt Claire. Mit wem telefoniert er da? Da ist ein Brief gekommen. Ach, mit Mom. Daniel Diaz. Cassidy. Entschuldigung. Er ist jetzt in etwa so alt, wie Sean damals war. Nee, das ist ja eine tolle Idee. Bisschen Strandsand. So. Nun will ich es aber wissen. Muss ich jetzt die ganze Episode durchspielen oder? Aha. Du wolltest die Straßensperre durchbrechen. Daniel hat sich geweigert. Er hätte sich auch weigern können. Du hast Daniel beigebracht, den Regeln der Gesellschaft bestmöglich zu folgen. Ja, das stimmt. Heimwärts, Wolfsrudel. Du hast dich auf Schatzsuche begeben und das versteckte Souvenir gefunden. Du bist Karen insgesamt näher gekommen, haben auch die meisten gemacht. Du hast Karen eine fürsorgliche Nachricht geschrieben. Du hast dich von Arthur und Stanley verabschiedet. Das haben welche nicht gemacht. Schämt euch. Du hast dich von Joan verabschiedet. Da auch. Du hast Karen zum Abschied umarmt. Das haben die allermeisten getan. Du hast eingegriffen, um Diego in der Zelle zu beruhigen. Haben auch die meisten gemacht. Du hast das mexikanische Pfarr befreit. Die haben Leute. Die meisten haben die Militanten drin gelassen. Ja, ich weiß nicht, wie es dann ausgegangen wäre, wenn die rausgelassen worden wären.
Warum überhaupt? Du hast Daniel gebeten, sich an die Militanten zu rächen. Haben 20% gemacht? Nein, du hast Daniel gebeten, die Polizisten zu töten, um aus dem Revier zu flüchten. Entschuldigung. Das war aus Versehen, das war im Affekt. Ich wollte schnell entscheiden. Ich habe gedrückt, bevor ich gelesen habe. Daniel wurde wegen und hat ihn in Ruhe gelassen. Daniel wurde wegen dem Skorpion nicht getadelt. Aha. 32%. Ich dachte, das hätten die meisten gemacht. Daniel hat Jeans Skulpturen nach seinen Wünschen gebaut. Mit deiner Hilfe gebaut. Ja, genau. Daniel hat sich wegen Officer Campbells Verletzung Sorgen gemacht. 62%. Daniel wurde nicht gebeten, die Zelle der Militanten zu öffnen. Ja. Daniel war bereit. Nee, musste auch nicht. Hat die Polizisten bewusstlos geschlagen. Aha. In den Schrank eingesperrt, das ging auch. Daniel war gezwungen einzugreifen, weil die Polizisten euch zu nahe kamen. Ja gut, Daniel hatte kein Problem damit, die Polizisten zu töten. Aber gezwungen die Polizisten, ha? Ha? Daniel hat sich geweigert, ja. 4%. Oh, 4%. Ja. Da bin ich ja noch gut aus der Situation rausgekommen. Oh, das hätte ja ins Auge gehen können. Hier vor allen Dingen, ich bin hier ganz allein. Naja, die werden alle meinen, aber mehr kaufen. Mehr kaufen, Hauptmenü. Wie endet deine Geschichte? Hauptmenü, ich mach mal Hauptmenü, ich will mal was testen. Und ich muss mal husten. So, neues Spiel, Episode spielen. Ja, ich kann nur neue Spiele machen und dann kann ich 5 nochmal von vorne spielen. Ja, das ist jetzt nicht mein... Was ist der bei Extras? Mitwirkende Entscheidungen. Ah, hier kann man sich nochmal alle Entscheidungen angucken. In den Episoden, cool. Dokumentengalerie. Cool. Oh, guck mal, wer die... Das ist noch die gute alte Zeit da unten. Daniel spielt. Der Vater spielt mit seinem Handy. Und Sean auch. Zu Hause in Seattle. Gut. Ich ziehe das jetzt nicht unnötig in eine Länge. Ich versuche da 2 Folgen draus zu machen. Ist ja doch ein bisschen länger geworden. Und ich danke fürs Zuschauen. Ich bin ein bisschen mitgenommen, aber unterm Strich doch ganz zufrieden mit dem Ausgang der Geschichte. Vielleicht, wenn ich mich hätte gestellt, aber wie gesagt, Sean wäre im Knast gelandet, da bin ich mir sicher, oder Schlimmeres. Und sie wären auch getrennt worden. Ich hätte es aber gern nochmal gesehen. Aber jetzt da nochmal hinspielen, da nein, sorry. Denn bis zum nächsten Spiel, mal gucken, was dann kommt. Tschüss!